Wenn auch du ein bisschen mehr über dieses schwierige Wort Reziprozität, aber natürlich nicht über das Wort, sondern über das, was dieses Wort für dich tun kann, was dieses Wort, wenn es richtig eingesetzt wird, also was das, was dahinter steckt, wenn es richtig eingesetzt wird, wie das nicht nur dein Network-Marketing-Leben, sondern wie das dein ganzes Leben verändern kann. Und jetzt kommt der Clou. Wenn du spüren möchtest, wie das an dir selber funktioniert, dann bist du heute richtig in diesem Morning Call mit Markus Mitkauskal. An diesem Mittwoch, dem 28. August 2019. Ein Tag, den wir nur einmal erleben dürfen. Jeder Tag kommt nur einmal vor in unserem Leben. Und ich verbringe diesen Tag mal wieder in Köln. Ihr seht, ich bin zurück in meinem Arbeitszimmer. Da, wo die Technik in der Regel funktioniert. Da, wo ja fast alles so ist, wie man das braucht, wenn man sich so eingespielt hat auf die Situation. Schreib mal bitte in den Kommentar, wo du gerade bist, von wo du guckst, ob du beim Schminken bist. Also wenn du beim Autofahren bist, dann schreib bitte nichts. Ob du beim Frühstück bist, ob du noch im Bett bist, ich habe schon gehört, manche gucken sogar aus der Dusche. Dann kannst du natürlich jetzt auch nicht tippen. Was machst du jetzt gerade, während du diesen Morning Call schaust? Und auch wenn du im Replay bist, sag's bitte trotzdem, von wo schaust du das? Sitzt du auf dem Sofa, sitzt du am Schreibtisch, sitzt du als Beifahrer im Auto, sitzt du im Bus, im öffentlichen Verkehrsmittel, bist du am Arbeitsplatz, im Büro? Lass mich bitte mal wissen, wo du den Morning Call konsumierst, wo du dich mit deinem Geschäft beschäftigst und wo du, ich sage es ja immer so gerne, wo du morgens gedanklich deinen Laden aufmachst, weil du die Jalousien hochmachst und sagst, so, ich bin nicht nur auf Empfang, sondern ich bin auch Sender für gute Botschaften, ich bin empfangsbereit, ich gehe mit einem offenen Blick durch die Welt, ich lasse die Menschen in mein Leben, ich schaue aber auch so, dass ich Menschen auch auffordere, sie in mein Leben zu haben, wenn man nämlich eine offene Haltung hat, wenn man offen auf Menschen zugeht, dann hat man, gerade wenn man eine Botschaft hat, und das ist das, wo wir heute drüber reden, über eine Botschaft, die du transportieren möchtest und wie du ein Angebot einem anderen machen kannst, was der eigentlich gar nicht ausschlagen kann. Und dafür hilft uns das Zauberwort Reziprozität. Wenn du es übersetzen möchtest, könnte man auch sagen, das ist das Prinzip Gegenseitigkeit. Ich weiß nicht, ob du das auch hörst, aber ich höre hier, obwohl ich in meiner Wohnung bin, wo alles in Ordnung ist, höre ich ein seltsames Baugeräusch, um das morgens um 7:30. Kann eigentlich gar nicht sein, ne? Da ist wahrscheinlich irgendwas in der Leitung, solange euch das nicht stört, dann mache ich einfach mal weiter. So, was ist Reziprozität? Es gibt ein Beispiel, das kann man wahrscheinlich nur machen, wenn ich das live mache. Wenn ich auf Seminaren bin, wenn ich auf Veranstaltungen bin, stelle ich mich immer vor jemanden und sage, bitte als Anweisung für die Übung, bitte gib mir jetzt nicht die Hand und ich halte ihm meine Hand hin. Ich halte die also wirklich so hin, so bitte tu's. Also ich agiere so, als würde ich ihm die Hand geben wollen. Ich will sie ihm ja auch geben, aber ich sage ihm als Anweisung, bitte nimm meine Hand nicht an. Bitte gib mir nicht deine Hand. Das ist die Anweisung für die Übung. Und dann verhalte ich mich so, als wäre der andere ein fieser Hund, wenn er mir die Hand nicht gibt. Ich sage, ey komm, war nicht so gemeint. Jetzt komm, gib mir die Hand. Ich will doch Versöhnung. Ich will doch. Und immer wieder, wenn er dann zuckt, sage ich, gib mir nicht die Hand. Also das ist die Anweisung. Und dann sage ich, gib mir doch die Hand. Was ich damit demonstrieren möchte, ist, wie unglaublich schwer es ist, wenn dir jemand eine Geste macht und dir die Hand hinhält und sagt, ich will deine Nähe, ich will deine Versöhnung, ich will einen Gruß, ich will Verbindung zwischen uns schaffen. Also jemand geht her und hält dir die Hand hin. Es ist unglaublich schwierig, das nicht anzunehmen. Nicht zu sagen, oder also nicht darauf zu reagieren. Und das ist etwas, was aus unserem Kopf kommt. Das kommt aus unserem Stammhirn. Das kommt aus dem tiefsten, ich weiß gar nicht genau, wie das heißt. Meine Ex-Freundin würde mich jetzt wahrscheinlich wieder schelten dafür, dass ich es fehl ausdrücke. Ich glaube, das ist das limbische System. Also etwas, was so unser Urhirn genannt wird. Das sitzt ganz hier hinten drin. Das steuert so unsere Urinstinkte. Und da ist etwas, ich nenne es mal wie auf einer Chipkarte, da ist etwas fest verdrahtet. Und das ist, wenn jemand in Vorleistung geht, wenn jemand etwas tut, wie zum Beispiel dir die Hand hinzuhalten, dann hast du so gut wie keine Chance als Mensch, als soziales Wesen darauf zu reagieren.
Das heißt, du hast mit jemandem richtig Streit, du findest jemanden richtig doof und der hält dir die Hand hin und sagt, ich möchte mich gerne entschuldigen. Und du möchtest nichts lieber als dem irgendwas antun, du bist richtig wütend, aber du möchtest dich nicht entschuldigen. Was passiert? Du hältst ihm die Hand hin, diese Person hält dir die Hand hin. Und selbst wenn du es nicht möchtest, du wirst es total schwer haben, das abzulehnen, dich umzudrehen und zu gehen. In der Regel wirst du hergehen und wirst es annehmen und wirst ihm die Hand geben. So, jetzt muss ich noch immer ein bisschen klein wieder für Ruhe sorgen, weil ich die Störenfriede nicht abgeschaltet habe. So, da seid ihr wieder. Und dieses Prinzip der Reziprozität, was in uns fest verankert ist, wenn jemand in eine Vorleistung geht, kannst du nichts dagegen tun. Und jetzt möchte ich dir mein Lieblingsbeispiel erzählen. Das hat zwei Versionen. Und du kannst an diesem Lieblingsbeispiel erleben, wie sich das anfühlt. Einfach nur so als Zuschauer. Und es gibt ja eine Situation, dass du, nehmen wir jetzt mal, der Mann ist der Böse, die Frau ist die Romantische, die Gute. Das passt ja vielleicht. Passt ja vielleicht vielen auch in den Kram. Der Mann ist den ganzen Tag an seinem Handy. Er ist den ganzen Tag. Der ist hier mit dir im Gespräch beim Abendessen und hat sein Handy an. Es liegt auch immer da. Das ist auch immer an. Es ist auch immer auf Display. Die Nachrichten kommen auf die Scheibe. Und er guckt sich halt Sportergebnisse, Börsenkurse, Nachrichten von Freunden. Und dann sitzt du da, sitzt ihm gegenüber und du denkst, lacht und tippt und ist in seinem ganz eigenen Film. Und du, oder hier in unserem Fall die Frau, der geht das so auf den Geist. Ja, die hat ja nicht eine Beziehung zu einem Mann mit einem Handy, sondern die hat eine Beziehung zu einem Mann. Die will ja mit dem irgendwie Zeit verbringen. Und die hat, sie sagt so, jetzt möchte ich mal wieder so ein bisschen B-Zeit haben. B für Beziehung, also Beziehungszeit, Quality Time. Und möchte mit ihm zu Abend essen. Und ihr Ziel, ihr Wunsch ist natürlich, dass er das Handy weglässt. Am besten in der Tasche stellt, ausmacht und in einen anderen Raum legt. Jetzt hat sie verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Ich möchte diese beiden Möglichkeiten so spielerisch vorstellen und dann entscheidest du mal, welche Version du angenehmer findest. Und dann sprechen wir darüber, warum die Version angenehmer ist. So, jetzt kleiner Hinweis vom Autor. Natürlich kann das sein, dass du das von mir schon mal gehört hast. Natürlich kann das sein, dass das dir vorkommt wie, ach, jetzt erzählt er die Geschichte wieder. Bitte versuche dich mal nicht in der Schülerrolle zu fühlen. Markus ist der Lehrer, ich bin der Schüler, sondern versuch dich mal zum Kollegen zu machen. Du bist mein Kollege, du willst ein Team aufbauen. Und wenn du ein Team aufbauen willst, musst du dafür sorgen, dass das, was du weißt, auch dein Team weiß. Ich kenne die Geschichte schon, die ich dir hier erzähle. Ich habe die schon wahrscheinlich 500 Mal erzählt. Aber ich erzähle sie dir immer wieder, weil ich möchte, dass du verstehst, dass du eine Verantwortung hast, dass dein ganzes Team diese Geschichte kennt. Und nur weil du sie mal gehört hast, heißt das noch nicht, dass du sie kannst. Also wenn du sie kennst, heißt das noch nicht, dass du die kannst. Und wenn ich dich heute Morgen geweckt hätte und hätte gesagt, erzähl mal bitte diese Geschichte mit der Reziprozität, dann ist die Frage, ob du sie richtig erzählt hättest, ob du die richtigen Elemente drin gehabt hättest. Und deshalb hör sie dir jetzt mal aus der Sicht eines Kollegen an und du sagst, hey, der Markus, der erzählt anderen Leuten und inspiriert andere Leute, jetzt tu du das doch mal auch. Nimm dir ein Stück Papier und schreib dir die Elemente oder schreib dir diese beiden Fragen auf, damit du in der Lage bist, sie deinem heutigen Team oder vielleicht auch deinem zukünftigen Team zu geben. Stell dir mal vor, du hast noch kein Team, aber du willst so intensiv lernen und du setzt dich schon jetzt in die kraftvollste Position, die es gibt, des Lernens. Es gibt verschiedene Stufen des Lernens. Die erste Stufe ist, man hört sich was an. Die zweite Stufe ist, man schreibt etwas mit. Die dritte Stufe ist, man wiederholt etwas. Man macht sich dazu so kleine Bilder, so Mindmaps, ja, du kolorierst und du illustrierst deine eigenen Notizen beim Wiederdurchgehen, dann bist du schon bei Stufe 3. Und die vierte Stufe, die höchste Stufe des Lernens, ist, dass du dein Wissen weitergibst. Wissen weitergeben ist die höchste Stufe des Lernens. Und wenn du das weißt, kannst du ja auch heute schon, selbst wenn du noch gar kein Team hast, dich in eine gedankliche Position geben. Du kannst dich gedanklich damit beschäftigen, was wäre, wenn ich mein Team habe, wie würde ich das tun? Ich weiß nicht, kennst du Tom Hanks, den Schauspieler, und den Film, wo er als Postbote, also der ist, glaube ich, bei FedEx beschäftigt. FedEx ist ja dieses amerikanische Auslieferungsunternehmen und der kommt auf eine Insel und strandet auf einer Insel und ist ganz allein. Das Einzige, was er hat, er macht irgendwann mal so ein Paket auf und da ist ein Volleyball drin und diesen Volleyball macht er zu seinem Gesprächspartner.
weil er ein soziales Wesen ist. Er muss halt mit irgendeinem kommunizieren. Er hat schon versucht, sich umzubringen, alles Mögliche versucht, um diesen Schmerz nicht mehr zu haben. Und weil er ein soziales Wesen ist, hat er sich seinen Volleyball dahin gemacht. Und mit dem ist er die ganze Zeit im Gespräch. Und er halt hört nicht auf, sich vorzustellen, wie das Leben sein würde, wenn er nicht mehr auf der Insel ist. Er bleibt hoffnungsvoll. Und wenn du heute noch kein Team hast, dann sage ich dir, deine größte Hoffnung ist, dass du so tust, als hättest du ein Team. Dass du dich heute schon in die Position versetzt, ein Lehrer zu sein. Weil du automatisch in die vierte Stufe des Lernens gerätst. Du kommst automatisch in die Stufe, wo du dir vorstellst, wie würde ich diese Geschichte erzählen? Wie würde ich meinem Team diese Situation weitergeben? Und ich verspreche dir, gleich wenn ich dir die Geschichte erzählt habe und wenn du es am eigenen Leib dann auch noch erlebt hast, dann verspreche ich dir, dass du dieses Wissen auf jeden Fall an dein Team weitergeben möchtest. Weil es wäre total töricht, es wäre Irrsinn, es wäre Unsinn, wenn du diesen richtig wertvollen Teil auslassen würdest in der Ausbildung deines Teams oder in der Weitergabe an dein Team. Also, wir haben die Frau, der Mann hier, der Handy-Junkie, der Verrückte. Und sie will so unglaublich gerne mit ihm einen Abend verbringen und sie hat diese zwei Möglichkeiten. Und zuerst erzähle ich die Version 1. So, Version 1 ist, dass sie zu ihm sagt, Schatz, du weißt, wie sehr mir dieses Handy auf den Geist geht, ne? Du weißt das schon. Und ich möchte heute Abend mal einen Abend für uns. Und du lässt heute Abend mal das Handy aus beim Abendessen. Ja, ich koche uns jetzt gleich was Schönes und da lässt du einfach mal das Handy aus. Ist das klar? So, das ist die Version 1. Könnt ihr euch vorstellen, kannst du dir vorstellen, dass so eine Situation passiert? Sie drückt ihren Ärger schon aus, bevor es überhaupt passiert ist. Sie gibt ihm sozusagen eine Ohrfeige für die Zukunft und sie macht eine ganz klare Ansage. Du bist heute Abend besser mal handyfrei, sonst wird es bestimmt nicht angenehm beim Abendessen oder vielleicht auch in der Kommunikation danach. Das ist ihre Wahl für den Moment. Die Frage ist, was löst das aus? Was sind da die Energien? Was ist ihre Energie? Was ist ihre Erwartung für den Abend? Wie beobachtet sie ihn? Wie viel Liebe geht sie jetzt in den Prozess des Abendessenkochens? Wie geht sie überhaupt mit sich um? Was ist jetzt in dem Moment, nachdem sie diesen Satz gesprochen hat, für eine Stimmung im Raum oder zwischen den beiden? Wie geht er damit um? Wie findet er diese Ansage? Findet er sich genötigt? Findet er sich liebevoll gewertschätzt? Was hat er jetzt als Gefühle in sich? Und wie ist aus seiner Sicht die Beziehung? So, das war die Version 1. Die Version 2 ist, dass sie sagt, Schatz, du weißt, wie gerne ich Zeit mit uns verbringe. Du weißt, wie unglaublich schön ich das finde, wenn wir so diese Quality Time haben, unsere gemeinsamen Momente, wo wir nur mit uns sind. Schatz, ich habe angefangen, was ganz Leckeres zu kochen. Ich koche uns heute Abend was Wunderbares, was du, dein Lieblingsgericht oder etwas, was uns beiden gut schmeckt. Und ich bin schon dabei und vielleicht kannst du es auch schon riechen. Ich habe eine Frage an dich. Wenn ich jetzt hier für uns koche und mir ganz viel Mühe gebe und es für uns schön mache, würdest du dann heute Abend mal beim Abendessen das Handy auslassen? Wenn ich für uns koche, würdest du das Handy auslassen? Das ist die zweite Version. Beide Versionen sind eigentlich inhaltlich genau gleich. Sie sagt ihm, ich möchte einen Quality-Time-Abend mit dir haben. Ich möchte mit dir Zeit, Entspannung verbringen. Ich möchte mit dir eine schöne Zeit verbringen. Und sie sagt ihm auch, dass sie das nicht schön findet, dass er immer das Handy anhat, das weiß er auch. Und in der zweiten Version macht sie die gleiche Botschaft. Sie sagt, ich koche und ich frage dich, kannst du beim Abendessen das Handy auslassen? Wo ist der Unterschied dieser beiden Versionen? Kannst ja mal rein, spaßeshalber, auch wenn hier mein Chat, ich sehe heute überhaupt keine, ich sehe, ihr habt schon 33 Kommentare, aber sie werden mir nicht eingeblendet, ich sehe also keine Kommentare. Aber schreib trotzdem mal rein. Welche Version, glaubst du, ist die bessere, ist die geeignetere, um das Ziel zu erreichen? Ich glaube, dass diese beiden Versionen sich unterscheiden wie Tag und Nacht. Und sie unterscheiden sich deshalb wie Tag und Nacht, weil das eine dem Zuhörer eigentlich gar keine Wahl lässt. Das ist eine sehr klare, bestimmende Ansage. Und die zweite Version ist in meinen Augen eine Version, die sich auf einem Null-Level einspielt. Die ist nicht Ansage-Empfänger, sondern die ist irgendwie hier. Und warum ist sie da? Weil sie eine Möglichkeit der Wahl lässt, die Dame. Sie geht her und sagt, würdest du, wenn ich das tue, das ist also, er hat die Wahl danach zu sagen, ja, oder nee, gefällt mir nicht, ich habe schon Verabredung, ich will nicht essen, ich habe keine Zeit dazu. Also er hat die Wahl, ja oder nein zu sagen. Zumindest glaubt er, er hat die Wahl. Also rein, wir wissen psychologisch, was haben wir ja an dem Handbeispiel jetzt eben schon gehört,
Der hat keine Wahl. Und warum er keine Wahl hat, das ist das Kraftvolle, ist, sie hat in der Art, wie sie gefragt hat, hat sie seinen Sozialmuskel, der fest trainiert ist, in jedem Menschen, den hat sie getriggert, weil sie hat etwas getan, wo er nicht mit gerechnet hat, was er vielleicht auch gar nicht spürt. Sie ist in Vorleistung gegangen. Sie hat gesagt, wenn ich uns heute Abend etwas Leckeres koche, wenn ich mir heute Abend Mühe gebe und besonders lecker koche und besonders schön vorbereite und unseren Abend richtig schön mache, damit geht sie in Vorleistung. Damit streckt sie die Hand, also so wie ich dir die Hand hinhalte oder der Person in meinen Seminaren, sie streckt die Hand aus und sie sagt, ich tue etwas, ich bin erstmal komplett im Risiko, weil ich gar nicht weiß, wie du reagierst, ich gehe in die Vorleistung. Und dann sagt sie, wenn ich das tue, und jetzt ist der Muskel schon getriggert, würdest du dann das und das und das tun, sprich mal dein Handy auslassen. Und das ist das, was in uns Menschen so fest verdraht ist. Das kannst du nicht ablehnen. Du kannst, natürlich kannst du jetzt darüber nachdenken und wenn das jetzt nicht in der Spontansituation ist, kannst du es natürlich ablehnen. Aber in der Regel bekommst du auf eine solche Frage immer die Zustimmung, weil du die Frage entsprechend aufgebaut hast. Wenn ich uns heute Abend was Leckeres koche, wenn ich mir Mühe gebe, wenn ich etwas ganz besonders Schönes mache, er sagt, wow, cool, hätte ich gerne, wunderbar, ist ja toll, das würde die tun, würdest du dann das und das und das tun? Das ist fest verratet, das nennt sich das Prinzip Gegenseitigkeit, das ist Reziprozität, das ist das, ich weiß nicht, wahrscheinlich lateinische Wort dafür, und das funktioniert so gut wie immer. Und das Schöne ist, das macht man dieses Beispiel mit dem Handy und der Frau und dem Abendessen und der Beziehungszeit, das hat ja nichts mit Network Marketing zu tun. Das ist ja etwas, was sehr, sehr entspannt überall im Leben stattfinden kann. Und wenn du zum Beispiel möchtest, dass dein Partner mal die leeren Kartons zum Papiercontainer bringt oder die Flaschen wegbringt an einem Tag, wo ihr mal wieder eure Wohnung ein klein bisschen aufräumt. Oder du möchtest, dass er vielleicht saugt, während du das Geschirr abspülst, dann kannst du diese Frage genauso einsetzen. Schatz, wenn ich die ganze Wohnung sauge, würdest du dann das Papier zum Papiercontainer bringen? Das ist eine magische Frage. Probier die einfach mal aus in deinem Leben. Die kannst du in allen Situationen einsetzen, wo auch immer du möchtest. Du musst halt nur die Frageform so wählen, dass du wirklich deine Leistung in den Vordergrund stellst. Wenn ich jetzt die ganze Wohnung sauge, wenn ich jetzt hier unser Geschirr spüle und wegräume, würdest du dann das tun? Und dieses Prinzip Gegenseitigkeit ist echt, echt, echt wunderbar. Ja, das ist das, was funktionieren kann. Und wenn du es im Network Marketing einsetzt, jetzt kommt natürlich der Punkt, du hast vielleicht die Übersetzung noch nicht gefunden. Die Übersetzung ist, dass wenn du einen Bedarf kennst, also wir gehen jetzt mal davon aus, dass der junge Mann natürlich auch den Bedarf hat, mit seiner Frau Zeit zu verbringen, dass er auch den Bedarf hat, abends was zu essen und dass er vor allen Dingen den Bedarf nach Harmonie hat. So. Und wenn du im Network Marketing dich mit Networker Herzblut beschäftigst und sagst, ich gehe einen menschlichen Weg, ich gehe einen sehr persönlichen Weg, ich gehe einen Weg des Respekts und der Achtung für den anderen, dann hast du festgestellt, dass wir sagen, hol Menschen in dein Leben, finde heraus, was diese Menschen für Persönlichkeitsmerkmale haben, wie sie sind und finde vor allen Dingen einen Bedarf heraus. Und wenn du einen Bedarf herausgefunden hast, wirst du ja irgendwann in die Stufe, wir haben ja 5 Stufen in unserem Prozess, die erste Stufe ist die Verbindung und die zweite Stufe ist die Einladung. So, und die Einladung ist natürlich elementar, weil wenn du die Einladung nicht aussprichst, weiß die Person ja gar nicht, was du tust. Und dieser Übergang von der Stufe 1 in die Stufe 2, den schlagen wir dir vor, dass du ihn auf eine reziproke Art und Weise, sprich auf dem Prinzip Gegenseitigkeit aufbaust. So, wenn du dieses Prinzip jetzt verstanden hast, ist natürlich deine Frage, wie könntest du das einsetzen, um von dem anderen eine absolute Zustimmung, Einladung zu kriegen, die du aufschreibst. Du möchtest ihn ja einladen, dein Produkt kennenzulernen. Du möchtest ihn einladen, hier, das ist ein Adapter. Du möchtest, wenn ich dir einen Adapter zeigen könnte oder wenn ich dir ein Gerät zeigen könnte, was dein Mobiltelefon mit einem Beamer verbindet, und zwar ohne Probleme, würdest du das gerne mal ausprobieren? Das klappt natürlich nur dann, wenn vorher klar ist, dass diese Person ab und zu den Bedarf hat, ihr Handy mit einem anderen, mit einem Zwischenstück an einen Beamer zu bringen. Weil wenn ich nicht die Lust habe, den Inhalt meines Handys auf eine Fläche zu projizieren, habe ich den Bedarf nicht. Wenn ich das aber habe, kann so ein kleiner Adapter für mich Gold wert sein. So. Und das ist jetzt natürlich nur ein Beispiel für dein Produkt.
Du brauchst also den Bedarf der anderen Person. Deshalb sind wir ja so dahinterher. Deshalb predigen wir ja, wie es uns halt gerade passt, wie wir es können, dass du erst den Bedarf herausfindest. So. Und wenn du den Bedarf herausgefunden hast und dann seinen Bedarf und seine Persönlichkeitsmerkmale und die Verbindungsqualität, die ihr schon habt, halt, ausnutzt. Das heißt, du hast eine schöne Verbindung, ihr mögt euch, ihr habt schon Gespräche geführt, ihr seid miteinander auf einer Verbindungsqualitätsskala, seid ihr mindestens auf einer 5 oder auf einer 6, also ihr seid nicht mehr im unteren Bereich, wo man sich gerade so mal so kennenlernt. Und du gehst dann her und weißt, dass diese Person, nehmen wir mal das Geschäftsmodell, Lust hat, sich finanziell ganz anders aufzustellen, weil sie Angst vor einer Altersarmut hat, weil sie noch was zur Rente dazu verdienen muss. So, nehmen wir mal an, diese Person ist irgendwie so in Mitte 50 oder Mitte 60 und muss einfach noch was tun und du weißt das. Dann kannst du ja diese Frage genauso stellen wie mit dem Pärchen. Du sprichst mit der Person, du sagst, ich finde unsere Zeit wunderbar, ich mag uns gerne, du gibst ihr Komplimente, du machst natürlich nicht übertrieben, ja, so wie man das im Gespräch halt macht. Du gibst der anderen Person das Gefühl, dass du gerne Zeit mit ihr verbringst und dass sie dir wichtig ist. Das kann man telefonisch machen, das kann man schreiben, ich würde das halt immer im Gespräch lieber machen. Das kann man auch im persönlichen Gespräch machen. Und wenn du dich dann daran erinnerst und sagst, du, ich habe noch mal über unsere die letzten Gespräche nachgedacht und immer wieder höre ich bei dir raus, dass du mit dem, was du so tust, mit deiner Rente, mit der Situation, dass du mit der nicht so richtig zurechtkommst und dass du eigentlich einen Wunsch hättest, da was dran zu verändern, um noch eine stabile Rente zu kriegen. So, das Thema liegt auf dem Tisch. Wenn ich dir etwas zeigen könnte, jetzt kommt die reziproke Frage, wenn ich dir etwas zeigen könnte, wie du innerhalb von 2, 3 Jahren dir etwas aufbauen kannst, was dich in die Lage versetzt, jeden Monat einen festen Betrag passiv zur Rente dazu zu bekommen, würde dich das interessieren? Würdest du dir das gerne mal anschauen? Also wenn ich dir, bezogen auf den Bedarf, das zeigen würde, würdest du dir das gerne mal anschauen. Ich kann dir versprechen, dass diese Frage, wenn die richtig formuliert ist und wenn die richtig von der Emotion her richtig ist, dass die fast immer zu einem Ja führt. Weil welcher Mensch würde denn das ablehnen, dass du ihm einen Weg aus seinem Problem heraus zeigst und er sagt dann, nee, das will ich nicht. Das ist so gut wie unmöglich. Natürlich kann es sein, dass du sagst, ich kann das noch nicht so formulieren und natürlich kann es sein, dass du noch nicht so richtig weißt, wie du die Elemente setzt, weil du es natürlich noch nicht geübt hast. Das ist wie Fahrradfahren. Ja, irgendwann kannst du dir vorstellen, mit deinem Mountainbike einen schmalen Bergpfad in den Bergen, wenn du eine Alpenüberquerung mit deinem Fahrrad machst, zu fahren. Da hast du vielleicht gerade mal 50 Zentimeter, du fährst mit deinem Fahrrad da drauf. Das kannst du definitiv nicht, wenn du dich das erste Mal auf das Fahrrad setzt und dein Elternteil hinten den Gepäckträger festhältst, damit du nicht umfällst. Das heißt, es ist alles eine Sache der Übung, auch Reziprozität und die richtige Fragestellung muss man üben. Aber es ist natürlich wichtig zu wissen, wohin man übt, was das Ziel ist, wohin bewegst du dich überhaupt. Und ich habe dir ja gerade gesagt, ich gebe dir auch gleich noch ein persönliches Beispiel, wo du für dich ganz alleine spüren kannst, klappt das oder klappt das nicht. So, und wenn du im Network Marketing diese Frage stellst, dann wirst du wahrscheinlich eine Antwort kriegen. Du wirst immer eine Antwort kriegen und die wird wahrscheinlich ja sein, weil da auch dieser im limbischen System, in unserem Stammhirn, dieser Muskel, diese feste Verdrahtung angesprochen wird und du in Vorleistung gegangen wirst. Wenn ich dir etwas zeigen könnte, was dein Problem löst, würdest du dann das und das und das tun. Ich weiß, es muss geübt werden, aber du wirst es halt nicht üben können, wenn du nicht weißt, was du übst. Ja, du kannst deine Vokabeln für Einkaufen in England kannst du nicht üben, wenn die nicht irgendwo stehen, wenn du die nicht irgendwo niedergeschrieben hast. So, und jetzt möchte ich dir ein Beispiel zeigen. Jetzt möchte ich dir zeigen und schauen, wie du auf Reziprozität reagierst. Und das ist sogar noch mit Ansage. Ja, in der Regel macht man das ja nicht mit Ansage. In der Regel ist es ja so, dass du das einfach einbaust in dein Leben und der andere nicht weiß, dass du das reziprok vorbereitet hast. Aber wir sind ja, ich bin ja komplett mutig. Ich gebe dir jetzt einen reziproken Ansatz und mal schauen, wie der auf dich wirkt. Hör mal genau zu und fühl mal in dich rein. Wenn es einen Weg gäbe, gehen wir mal davon aus, dass du etwas in deinem Leben verändern möchtest. Wir gehen mal davon aus, dass du Network Marketing als Möglichkeit kennengelernt hast und dass du bereit bist, etwas Neues hinzuzunehmen. Und wir gehen auch mal davon aus, dass du grundsätzlich einverstanden bist, ein Team aufzubauen, weil dieses Team dann auch anzuführen, weil du, selbst wenn du dir heute noch nicht vorstellen kannst, wie das geht, wirst du offen und bereit sein, das zu tun, wenn du dich für Network Marketing als deine Aufgabe entschieden hast. Also du möchtest was in deinem Leben verändern, du hast Network Marketing als Möglichkeit kennengelernt, das zu tun als Vehikel und du bist grundsätzlich einverstanden, ein Team aufzubauen und anzuleiten, auch wenn du dir das heute noch nicht vorstellen kannst.
dann ist dir bewusst, dass du dafür eine Wegkarte, einen Bauplan bzw. eine Gebrauchsanleitung gebrauchen könntest, um das Ziel zu erreichen. Wenn wir uns nun weiterhin vorstellen, dass du in kürzester Zeit einen Weg sehen könntest, der für dich bisher unsichtbar war, der aber da ist und auch von dir gegangen werden kann. Wenn wir uns weiterhin vorstellen, dass du eine kraftvolle Technik erlernen kannst, wie du fast alles bekommst, was du willst und wie dir diese Technik hilft, ein viel entspannteres und vor allen Dingen viel erfolgreicheres Leben zu führen. Und ich rede hier nicht nur von Network Marketing. Wenn wir uns weiterhin vorstellen, dass du innerhalb von Minuten 3 ganz simple Fragen kennenlernen könntest, die dich in die Lage versetzen, deinen Network Marketing Prozess immer in Kontrolle zu behalten, also in Kontrolle zu bleiben und niemals schwach und hilflos zu wirken. Und wenn du weiterhin feststellst, dass über 98% aller Menschen, die Network Marketing machen, einen ganz speziellen Fehler machen und wie du erkennst in ganz kurzer Zeit, wie du diesen Fehler sofort vermeiden kannst und vielleicht nach dem Erkenntnis dieses Fehlers zum allerersten Mal erlebst, wie kraftvoll es sein kann, sich auf einem festen Untergrund zu bewegen und genau zu wissen, wo man hingeht. Wenn all das möglich wäre und ich dir sage, dass ich dieses Wissen gratis, ohne jede Gegenleistung, dass ich dir das geben möchte, ohne Gegenleistung, weil ich weiß, dass dein Geschäft dann besser läuft, dass es dir leichter fällt und dass du es mit viel mehr Erfolg betreiben wirst, hättest du dann Lust, dir dieses Wissen mal anzusehen? Ich habe ein Webinar konzipiert und dieses Webinar hat bis jetzt eine gigantische Reaktion ausgelöst. Ich habe für das Webinar Werbung geschaltet und dieses Webinar geht 2 Stunden 40 Minuten. Und die Logik ist, dass wenn Menschen sich ein Webinar anschauen, kommen die, schauen mal kurz rein und sind dann wieder weg. Also in der Regel bleiben die so 10 bis 15 Minuten, bis sie gemerkt haben, ja, ist alles ganz nett, aber irgendwie möchte ich jetzt doch lieber rausgehen und was anderes machen. Bei unserem Webinar oder bei meinem Webinar bleiben 85% aller Gäste bis zum Schluss. Die schauen sich 2 Stunden und 40 Minuten dieses Webinar an. Und das heißt, dass dieses Webinar anscheinend sehr interessant, sehr gehaltvoll, sehr wertvoll ist. Und es ist ja auch gratis. Es ist ja ohne Haken und Ösen. Und wenn ich dir jetzt sage, dass ich dir am Schluss dieses Webinars ganz deutlich zeigen werde, wie du es schaffst, tatsächlich ein Team für dein Network-Marketing-Geschäft aufzubauen. Und auch, wenn du dir das wie jetzt eben noch gar nicht vorstellen kannst, ich dir trotzdem verspreche, dass das funktioniert, weil es gibt eine Möglichkeit, wie du ein Team aufbauen kannst, auch wenn du das selber noch nicht kannst. Wärst du dann heiß darauf, dir das mal anzuschauen? Wärst du genauso heiß darauf wie meine bisherigen Gäste? Wenn du das möchtest, dann tippe jetzt Hashtag Webinar in die Kommentare. Schreibe jetzt, auch wenn du im Replay bist, Hashtag Webinar und die ersten 50 Kommentare, bei denen Hashtag Webinar steht, denen schicke ich einen Link, persönlich schicke ich dir einen Link zu diesem Webinar, wo genau diese Punkte, die ich gerade genannt habe, erläutert werden und wo du, an dem du teilnehmen kannst, ohne Kosten, ohne irgendwelche Haken und Ösen. So, und jetzt fühl mal in dich rein. Hast du Bock? Bist du jetzt an dem Punkt, wo du sagst, ja, ich tippe jetzt Hashtag Webinar, vielleicht hast du das sogar schon getan. Also ich wünsche mir, dass du es tust, weil das ist kein Fake. Das ist jetzt nicht, dass ich das jetzt mehr ausgedacht habe, sondern ich habe dir nur erklärt, wie Reziprozität funktioniert. Und dann habe ich etwas Reziprokes gemacht und dieses Webinar existiert und dieses Webinar sollst du dir anschauen. Und dieses Webinar geht 2 Stunden 40 und es löst genau diese Themen auf. Und es sind genau die Inhalte, die ich gerade beschrieben habe, drin. Themas, aber wir sind ja in der Morning Call und nicht in der Pitch-Veranstaltung. Deshalb normalerweise sagst du gar nichts mehr, nachdem du das gesagt hast und gehst. So, aber jetzt, ich möchte dir ja erklären, wie Reziprozität funktioniert und ich wollte dir ein Erlebensbeispiel geben. Das hast du jetzt getan. Wenn das für dich funktioniert, wenn das für dich funktioniert hat, dann geh jetzt her und tippe Hashtag Webinar. Dann bekommst du das Webinar, dann schicke ich dir wahrscheinlich heute noch oder morgen, je nachdem, wann ich das jetzt bearbeiten kann, den Link und du kannst an diesem Webinar teilnehmen und kannst genau diese 4/5 Punkte lernen, die ich dir gerade genannt habe. Ich freue mich drauf, wenn du es tust.
Ich freue mich drauf, wenn du Reziprozität jetzt etwas anders verstehst, wenn du Reziprozität annimmst und wenn du Reziprozität als Lehrer wahrnimmst und nicht als Schüler. Sitz bitte nicht da und sag, oh ja, kenne ich schon, ist scheiße. Kann ich jetzt, ist wichtig. Und jetzt gebe ich es weiter, ist der goldene Weg. Ich wünsche dir einen schönen Mittwoch. Ich hoffe, es gefällt dir und ich hoffe, ich lese gleich von dir Hashtag Webinar in den Kommentaren. Dann kriegst du von mir eine PN, also eine Nachricht über den Messenger. Und ich freue mich, wenn das Webinar dann das erfüllt, was es auch bei allen anderen erfüllt hat und dich auch gebannt 2 Stunden 40 Minuten vor dem Rechner sitzen lässt. Meine lieben Grüße gehen in die Welt, auch wenn ich keinen einzigen Kommentar gesehen habe. Ich hoffe, ich kann sie gleich noch sehen. Und ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören, herzlichen Dank für dein Interesse und alles Gute. Bis hoffentlich morgen früh, dein Markus mit K aus Köln. Tschüss.